Also die Feuerwehr Waiblingen wurde heute um 13.34 Uhr mit dem Stichwort Zimmerbrand in den Schlesierweg nach Waiblingen alarmiert. Hier hat es in einem Reiheneckhaus massiv im Erdgeschoss gebrannt. Die Personen konnten vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen, sodass wir uns um eine reine Brandbekämpfung hier in diesem Gebäude kümmern konnten. Ja, wir hatten einfach einen massiven Feuerüberschlag aus den Türöffnungen und aus den Fensteröffnungen, sodass wir hier mit einem gezielten Innenangriff von zwei Seiten das Feuer eindämmen konnten. Die Feuerwehr Waiblingen war mit einem erweiterten Löschzug vor Ort, hier insgesamt mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Dadurch, es gab keine Probleme, die Polizei und der Rettungsdienst sind mit uns hier an dieser Einsatzstelle eingetroffen. Somit konnten wir frühzeitig eine Evakuierung der angrenzenden Gebäude durchführen. Dadurch gibt es auch keinerlei Verletzten in diesem Bereich. Wir haben einen verletzten Feuerwehrangehörigen, hat leichte Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers aufgrund einem Innenangriff, aber es ist keine größere Verletzung. Jetzt übernimmt die Polizei diese Einsatzstelle und führt die Brandursachenermittlung durch. Und für uns ist jetzt der Rückbau angeordnet und dann werden wir die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Brand war im Erdgeschoss, aufgrund der Bauweise kam es zu einer Rauchverschleppung und Rauchausdehnung in den Bereich des Obergeschosses. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, aber alles Weitere wird die Polizei in ihren Ermittlungen feststellen und die Bewohnerin wurde derzeit bei ihrer Familie untergebracht.